Heute stelle ich euch die Mixtur vor. Mixtur 4 bis 5-fach. Wie der Name schon sagt, es ist eine Mischung. Und zwar hört ihr nicht nur den eigentlichen Ton, in diesem Fall wäre das das D. Ihr merkt schon, das klingt sehr, sehr seltsam. Sondern wir hören auch noch die A's und noch ein D und noch ein A. Noch ein D und das A ist nicht mehr oben. Die Mixtur sorgt für den typischen Orgelklang, aber alleine klingt die Mixtur sehr, sehr seltsam. Wenn ich jetzt aber den Prinzipal 8 Fuß dazu nehme und die Oktave 4 Fuß und noch die Waldflöte 2 Fuß, dann haben wir diesen typischen, sehr schönen Orgelklang.